Heute wurde das neue Institut für interventionelle Kardiologie im LKH Feldkirch eröffnet. Welche Räumlichkeiten bzw. welche Verbesserungen beinhaltet denn das neue Institut? Also mit diesem neuen Institut können wir nun eine zeitgemäße Behandlung unserer Herzpatienten durchführen. Es war ja früher nicht so gut möglich, weil wir erstens personell und auch räumlich sehr beengt waren. Nun haben wir uns sozusagen verselbstständigt und wir können uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Diese Arbeit findet statt in zwei großen Herzkatheterlabors, also ist eines dazugekommen, und in einer Ambulanz, wo die ganzen Voruntersuchungen und Nachuntersuchungen stattfinden. Was bedeutet das nun konkret für die Patienten? Dass die Patienten schneller beim Notfall Hilfe finden, dass sie kompetentere Hilfe finden, dass es keinen Fall mehr gibt, der aufgrund von Überlastung des Herzkatheterlabors in ein anderes Land oder in eine andere Klinik geflogen werden muss. Also wir können jetzt alle Herzpatienten in Feldkirch Tag und Nacht behandeln. Und für die Patienten, die jetzt nicht akut kommen, die also sozusagen auf der Warteliste zu einer Untersuchung oder einer Behandlung sind, heißt das, dass die Warteliste wesentlich kürzer ist wie früher. Die war früher 3 bis 4 Monate lang und die ist jetzt dann im Sommer, wenn wir richtig eingearbeitet sind, vielleicht noch 10 bis 14 Tage. Aus wie vielen Ärzten setzt sich das neue Team zusammen? Wir haben jetzt 6 Spezialisten, interventionelle Kardiologen, die Herzkatheter und Ballondehnungen machen. Wir haben eine Kollegin, die Herzrhythmusstörungen behandelt und einen Kollegen, der Schrittmacher und Defibrillatoren betreut, also technische Implantate, die Patienten brauchen, die einen plötzlichen Herztod überlebt haben. Sie haben in Ihrem Vortrag auch das Disease Management Zentrum erwähnt im Zusammenhang mit strafferer Spitalsorganisation. Was ist darunter zu verstehen? Ja, wir wissen alle, dass es in so einem Großbetrieb gerade auf den Bettenstationen doch ab und zu noch Leerläufe gibt. Und das kann ein Disease Management Zentrum besser organisieren. Das heißt, wir wollen einfach Leerläufe vermeiden. Wir wollen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Krankenhäusern, zwischen der Herzchirurgie und der Herzkathetereinheit so straffen, dass die Patienten wirklich nur so lange stationär sind, wie sie eben den stationären Aufenthalt benötigen. Wir befinden uns hier im Untersuchungsraum des neuen Instituts für interventionelle Kardiologie. Dieser Raum zeichnet sich aus durch ein neues Untersuchungsgerät. Frau Moosbrucker, bitte beschreiben Sie uns doch das Außergewöhnliche an diesem Gerät. Dieses Gerät haben wir circa 3 Monate und ist ganz neu. Hier machen wir die Spiroergometrien für Patienten vom Haus oder für Sportler, mit der man eine Leistungsdiagnostik erstellen möchten oder einfach aus gesundheitlichen Gründen eine Ergometrie machen.